Ich sage mal hallo, mein Name ist Michael Renner, ich komme aus Österreich, bin jetzt glaube ich mittlerweile ein bisschen an OSDC Evergreen mit 5 Sternen schon drauf, habe ich die letzten Jahre immer wieder Dinge zu Postgres erzählt. Das ist mein Twitter-Handle, der mich in Österreich auch schon in Verstrickungen mit der Exekutive gebracht hat, das ist eine Geschichte für nachher vielleicht. Ich bin sehr stark im Web-Operations-Bereich tätig, habe ein relativ starkes Interesse an Datenbanken, bin jetzt mittlerweile relativ datenbankagnostisch unterwegs, habe einige Kunden, die im MySQL-Umfeld arbeiten, Leute mit Postgres-Datenbanken, die Distributed Key-Value-Stores kommen jetzt auch langsam dazu. Auch sehr, sehr stark interessiert an den Skalierungs- und Performance-Themen, die ich jetzt seit 2010 auch als Selbstständiger betreuen kann. Mit dem Postgres-Projekt bin ich 2004 in Berührung gekommen und war eigentlich damals von der Datenbank relativ überzeugt und bin eigentlich bei dem Projekt dabei geblieben, weil ich es als insgesamt als Open-Source-Projekt relativ interessant gemanagt empfunden habe. Aber bevor wir anfangen, machen wir eine schnelle Umfrage. Wer von euch verwendet schon Postgres in irgendeiner Produktivdatenbank? Quote wird besser. Aber es gibt noch immer Aufholbedarf. Dann nächste Frage. Wer verwendet Postgres und verwendet keine der genannten Versionen? Die sind alle am 4. April 2013 rausgekommen. Wenn es noch jemanden gibt, schleunigst upgraden. Da gab es wieder mal den ersten schlimmen Security-Bug seit langem, also ich glaube seit 4, 5 Jahren, wo unauthentifizierte Benutzer Dateien am Datenbankserver überschreiben können. Zwar war das ein ganz blöder Bug, wo man, wenn man als Datenbankname einen Bindestrich als ersten Charakter angegeben hat, ist alles, was danach gekommen ist, als Command-Line-Option interpretiert worden. Das war relativ unangenehm, ist von einem Postgres-Entwickler selber entdeckt worden, ist jetzt gepatcht, aber schleunigst updaten, wenn das Datenbanken sind, die irgendwo von bösartigen Benutzern erreicht werden können, müssen nicht mal Zugangsdaten haben. Im Jahr 2013, der Titel ist ein bisschen bedeutungsschwanger, der Abstract ist nach der PGConf 2012, also der europäischen PGConf 2012 in Prag entstanden. Da war auch der CEO von EnterpriseDB, das ist eine relativ große Postgres-Consulting-Firma, und der hat dann so gesagt, so, Postgres is at the tipping point, 2013 is going to be the year, where adoption is going to skyrocket and everything is going to be a game changer. Ganz so wild ist es dann doch nicht gekommen. Aber dennoch hat sie einiges getan, das Projekt insgesamt wird leichter zum Argumentieren. Früher war dann die Frage so, warum sollen wir überhaupt Postgres verwenden? Jetzt kommt dann eher die Frage, naja, Postgres ist vielleicht doch ein bisschen komfortabler oder skaliert besser auf Hardware oder so. Warum können wir das nicht vielleicht doch einsetzen? Und ich habe ja ursprünglich 5 Abstracts, glaube ich, eingereicht. Bernd hat mir dann den Postgres-Talk übergelassen und jetzt ist es halt das geworden. Zum Vortrag selbst, ich habe ein bisschen Überblick über neue Features, 9.1 und 9.2 und was jetzt mit 9.3 reinkommt, da ist das letzte Commit-Fest erst unlängst abgeschlossen worden. Habe ein paar Sachen, Gegenüberstellungen zum Thema Distributed Key-Value Stores oder NoSQL drinnen, wo ich auch zeigen möchte, was jetzt mit Postgres theoretisch schon umsetzbar wäre. Und dann spannende Sachen, die sie im Replikationssektor momentan tun. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, beziehungsweise Themen, die da vielleicht nur angeschnitten oder gar nicht erwähnt werden, bitte einfach aufzeigen, Fragen. Ich versuche den Vortrag primär für euch zu machen. Das heißt, bevor ich euch da einfach nur zutexte, lieber nachfragen, dann kann ich nämlich auch pointiert darauf eingehen oder kann zumindest versuchen. So viel zum Administrativen. Kommt jetzt so im Schnelldurchlauf Features oder interessante Sachen, die sich ändern, weil im Grunde genommen ist es eine Datenbank ein relativ langweiliges Produkt. Es gibt einen SQL-Standard, der ändert sich alle 5 Jahre mal und sonst tut sich da rundherum relativ wenig. Ich habe da die interessantesten Features rausgestrichen, ist allerdings auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, es sind eben nur die Headlines, die ich mir rausgepickt habe. Postgres 9.1 ist mittlerweile 1,5 Jahre alt, ist im September 2011 released worden. Ich kenne kaum Kunden, die ältere Sachen verwenden, weil die meisten schon nachgezogen haben. Ist mittlerweile auch in Debian Backboards drinnen. Es gibt auch Repositories vom Postgres-Projekt selber für Debian und RPM-basierte Distributionen. Das heißt, installieren, updaten ist kein Problem. Größte Erweiterung, sage ich jetzt mal, war die Erweiterung der nativen Replikation, die im Postgres seit 9.0 drinnen ist, wo sie dann in 9.1 synchrone Replikation nachgereicht haben.
ist relativ einfach erklärt. Wenn man einen Master-Server hat, wo ein Slave verbunden ist, geht ein Commit, der am Master reingeht, zuerst zum Slave-Server. Wenn er dort geschrieben worden ist, liefert der Master erst ein Commit an die Applikation zurück. Das heißt, man kann Datenbank-Server bauen, die immer exakt dieselbe Datenkopie haben, ohne dass man jetzt auf Shared-Storage-Lösungen zurückgreifen muss, wie zentrale SAN oder DRBD. Ist also ein Baustein, mit dem man HA-Cluster bauen kann. Für Leute, die sehr viel Data Processing in Postgres machen und mit temporären Daten herumschandieren, gibt es jetzt Unlocked Tables. Das sind Tables, die nicht im Write-Head-Log mitgeschrieben werden. Das heißt, die kann man deutlich schneller befüllen. Das bringt bessere Performance, hat allerdings den Nachteil, dass sie bei einem Crash geleert werden, weil Postgres dann nicht mehr garantieren kann, dass die Daten im Table konsistent sind, das heißt, die werden dann verworfen. Aber wenn jemand quasi viel CDR-Imports oder solche Geschichten macht, ist das durchaus was, was man sich anschauen kann. Serializable ist ein bisschen ein unhandliches Wort, da haben die Postgres-Jungs an den Transaction-Levels weitergearbeitet. Früher hat Postgres bei den Transaction Isolation Levels, das heißt, wie mehrere Transaktionen voneinander getrennt werden, nur zwei Arten angeboten. Das war Read-Committed, das heißt, jede laufende Transaktion sieht alle committeden Daten, und Repeatable Read, das heißt, ich sehe nur die Daten, die zum Beginn der Transaktion sichtbar waren, über die ganze Transaktionslebensdauer hinweg. Und im Zuge des Refactorings von diesem ganzen Code haben sie dann ein Serializable Isolation Level hinzugefügt, der sich von Repeatable Read nur insofern unterscheidet, als dass er eine der Transaktionen abbricht, wenn sich zwei Serializable Transaktionen gegenseitig auf die 10 steigen sollten. Ist jetzt für sich genommen nicht so spannend. Postgres ist 15 Jahre ohne Serializable ausgekommen, aber es gibt ein paar Applikationen, die davon profitieren können. Per Column Collations sind eine Sache, die hauptsächlich Entwickler von Legacy-Applikationen interessieren oder Leute, die sehr viel Natural Language Processing in der Datenbank machen. Früher waren die Collations, also in welcher Reihenfolge Daten quasi Einträge sortiert werden und welche Character Sets unterstützt werden, nur auf einer ganzen Datenbank setzbar. Mittlerweile kann man das wirklich auf einzelne Columns ändern, was einem da mehr Flexibilität bringt. Ganz spannendes Feature, das dazugekommen ist, ist das Extension Framework, das die Arbeit mit zusätzlicher Software viel einfacher macht. Weil wenn man in die Datenbank neue Funktionalität reinbringen möchte, muss man meistens ein paar Stored Procedures anlegen, vielleicht neue Datentypen erzeugen, irgendwelche Shared Libraries reinladen. Und in der früher waren das dann immer relativ unhandliche Installationsroutinen, wo Leute dann meistens ein bisschen Angst gehabt haben, nicht, wenn man in der Core-Datenbank, wo die ganzen Produktivdaten drüber gehen, anfängt herum zu experimentieren, okay, wie kann ich das jetzt importieren, wie installiere ich das, hat man entweder sehr viel Vorbereitungszeit gebraucht oder sehr gute Nerven, je nachdem. Und mittlerweile haben die Postgres-Entwickler ein Framework geschrieben, mit dem quasi Software-Autoren schöne Packages bauen können, die die User dann auf ihrem Datenbank-Server in ein Verzeichnis reinkopieren können und das dann wirklich von der Command-Line mit Create-Extension dann installiert werden kann. Das heißt, für Casual DBAs ist das sehr, sehr angenehm. Vor allem gibt es da jetzt auch einen Mechanismus für strukturierte Upgrade-Pfade von älteren Versionen der Extensions auf neue Versionen. Und Geschichte, die sehr, sehr interessant ist, jetzt wenn man in Richtung verteilte Datenbank geht, sind Foreign Tables. Ist jetzt möglich, externe Datenquellen auch als native Tables einzubinden. Als Proof of Concept haben sie damals mitgebracht den CSV-Daten, quasi so ein CSV-Foreign Data Wrapper, wo man CSV-Files dann direkt als Row in der Datenbank sehen konnte. Sie haben auch als Proof of Concept einen Twitter Foreign Data Wrapper gebaut, wo sie zeigen, dass man auch Web-APIs ansprechen kann, wo man dann machen kann, so Select Stern from Twitter, wer User-ID ist, yada. Und man bekommt dann alle Tweets von dem User. Das heißt, da ist man relativ flexibel, welche Daten man ins Postgres reinziehen kann. Anwendungsfälle kann man im Vorfeld nie genau sagen. Primär geht es darum, dass man mal die Flexibilität hat. Ich habe an und für sich noch keinen Kunden gesehen, der es in der Praxis verwendet. Die gängigeren Use Cases sind meistens, wenn man Federated Databases hat oder irgendwo noch eine Oracle-Datenbank hat oder MySQL, wo man Daten reinziehen muss, geht das über Foreign Tables dann relativ bequem, ohne dass man separat einen Replikationsjob braucht, der die Daten immer hin und her schaufelt.
Und die Admins freut PG-Base-Backup sehr, sehr stark, weil man jetzt mit einem Kommando ohne viel Stress Datenbanken sichern und Replikationsslaves bequem aufsetzen kann. PG-Base-Backup braucht eigentlich nur einen Super-User, mit dem sich zu einer Datenbank verbindet und kopiert dann über diese Postgres-Connection alle Tables und alles, was man braucht, um quasi einen Slave-Server aufzusetzen, rüber, ohne dass man zu tar, Airsync, Netcat, was auch immer greifen muss, um die Daten irgendwie rübergeschippert zu bekommen. Das heißt, das ist, wird der Arbeitsalltag deutlich einfacher. Ja, das war was von 9.1, das ist wie gesagt schon eine relativ alte Version. Das, was damals gerade frisch rausgekommen ist zur PGConf oder schon ein bisschen draußen war, war 9.2, das wieder im September 2012 rausgekommen ist. Ist jetzt auch schon ein halbes Jahr alt. Gibt es jemanden, der Postgres 9.2 schon verwendet? Ah, ja, also so habe ich es mir gedacht. Zwei Hände oben. Die Adoptionsrate von Postgres ist meistens sehr schleppend, weil die meisten Leute die Datenbank nur ungern angreifen und nur wenn irgendwelche gravierend neuen Features drinnen sind, die Leute wirklich dazu greifen, ein Major Upgrade zu machen. Bei 9.2 war das spannendste Feature Index-Only Scans, wo Chris sicher lachen wird. Das war eines der Sachen, wo MySQL mit InnoDB eigentlich jahrelang die Nase vorne gehabt hat. Zwar sagen Index-Only-Scans, dass ich bei Abfragen, die nur indizierte Werte aus einem Table rausziehen, dass ich diese Werte direkt aus dem Index nehmen kann und nicht erst auf die eigentlichen Table-Pages greifen muss. Das heißt, Abfragen, die nur indizierte Columns betreffen, sind gleich mal ein Hauseck schneller. Ist jetzt an und für sich fix fertig drinnen, das heißt, wenn jemand Performance-Probleme hat, zahlt es auf jeden Fall aus, abzugraden, das wird da sicher spürbar schneller, auch aus anderen Gründen, zu denen dann gleich kommen wird. Andere Sache, die man aus der MySQL-Welt schon lange kennt, ist Cascading Replication. Ermöglicht, dass ich von Slave-Servern, die von einem Master-Server wegreplizieren, dass ich da unten noch beliebige Slaves dranhängen kann. Das heißt, man kann sich schöne Replikationsbaumstrukturen aufbauen, oder aber auch einfach sich nicht darum kümmern, was man jetzt als Basis hernimmt, weil Postgres immer garantiert, dass die Replication Chain oder die Write-Ahead-Log Chain konsistent ist. Das heißt, man kann, wenn man quasi so einen Cluster an Servern hat, die alle ähnliche Daten haben sollten, quasi immer irgendeinen nehmen und Postgres fängt dann an, wegzukopieren ab dem Zeitpunkt, den es wieder kennt, der jeweilige Slave. Passend dazu haben sie auch ein Tool gebaut mit dem Namen PG Receive Xlog. Was sehr, sehr angenehm ist zum Archivieren von Write-Ahead-Log-Einträgen, weil mit Postgres Backups oder quasi nicht Backups, aber Restores machen zu können, braucht man ein Base-Backup plus alle Write-Ahead-Log-Einträge, die seitdem passiert sind. Und PG-Receive-X-Log ist einfach nur ein Werkzeug, das sich zu einem Master-Server wie ein Slave verhält und alle Write-Ahead-Log-Einträge, die geschrieben worden sind oder die am Master passiert sind, am Slave mitzuschreiben in einem Format, das von anderen Postgres-Servern wieder 1:1 verwendet werden kann. Range-Types sind spannend für alle Leute, die sehr viel mit Zeitbereichen arbeiten oder mit sonstigen Ranges, ist eigentlich ein Metadatentyp, der Zeitbereiche oder halt Bereiche abdeckt, sodass man dann relativ leicht Abfragen machen kann, wie ist ein gewisser Zeitpunkt in einer Range drinnen oder umschließt eine Range eine andere Range oder gibt es da Overlaps. Das sind alles Abfragen, um die man früher eher grob herum programmieren hat müssen, ist jetzt als Datentyp verfügbar und standardmäßig kann man das für Integer, Numeric und Timestamps verwenden, lässt sich aber eigentlich auf beliebige Datentypen erweitern, sofern sie quasi Ranges abdecken können. Chris? Habe ich vorher nachgelesen, ist eine große Diskussion, weil bei Postgres der Init-Datentyp auch standardmäßig Netmasks abbildet. Und dann nicht ganz klar war, wie das Verhalten aussehen soll, wenn man jetzt Netmask-Abfragen hat und so weiter und so fort. Aber prinzipiell ist es möglich. Ja, für IPs gibt es teilweise schon Funktionen mit dem Init-Datentyp und mit Indizes. Gibt einen relativ langen Thread, kann ich da gerne schicken. Aber zumindest trivial ist es möglich, aber es gab halt keinen Weg, der es komplett hübsch macht und deswegen ist es nicht abgebildet in Postgres. Also der berühmte 100%-Ansatz. Auch aus der NoSQL-Welt gekommen ist JSON-Support.
In 9.2 allerdings nur ein Datentyp, ist in dem Fall nur ein Textfeld mit JSON-Validierung. Das heißt, wenn ich JSON-Daten reinschreibe, wird einfach nur beim Insert überprüft, ob das valides JSON ist. Und das war's dann. Wirklich komplexe Operationen wie Transformationen oder Abfragen nach zusätzlichen Feldern. Es war nur möglich, wenn man PLV8, das ist diese Google V8 JavaScript Engine, ins Postgres mit einbindet oder andere Sprachen nimmt, die JSON-Funktionen haben. Dann hat man die auch verwenden können, um auf diesen JSON-Objekten zu operieren. Spannend ist noch Enhanced Explain. Explain, Analyze gibt einem bei Postgres schon relativ schöne Queryplans mit sehr vielen Informationen. Was noch ein bisschen gefehlt hat, war Information darüber, was im Backend Storage wirklich passiert. Jetzt mit 9.2 bekommt man auch I/O-Timings mit, das heißt, wie lange haben die I/O-Operationen wirklich gedauert und auch bei allen Operationen, die Daten modifizieren, wie viele Pages modifiziert worden sind. Das heißt, man kann zum ersten Mal wirklich sagen, wenn ich diese Operation ausführe, produziert mir das am Storage dahinter so und so viele Datenänderungen und kann dann relativ bequem hochrechnen, ob das jetzt ein Problem ist fürs Produktionssetup oder nicht. Und Postgres skaliert jetzt noch besser. Man kann es vielleicht ein bisschen schlecht lesen. Diese grüne Linie ist 9.1, die rote Linie ist 9.2 und das war ein Server mit 64 CPU-Cores, die 64 wäre dann da mit den 64 Clients und das war ein reiner Read-Only-Benchmark. Postgres damals noch einige Log-Contentions gehabt in 9.1, die sie dann behoben haben. Und dann wieder quasi die nächste Skalierungshürde genommen haben. 64 Cores sind jetzt auf den meisten Servern, die man heutzutage bekommt, vermutlich eh so die Obergrenze, wird halt in einer regelmäßigen, meistens alle 2 Jahre dann wieder nachgeholt, dass sich jemand mal mit PGBench hinsetzt und schaut, ob es noch irgendwo wieder neue Performance-Bottlenecks gibt. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen zu 9.2. 9.3 steht vor der Tür, das letzte Commit-Fest ist abgeschlossen worden, weil Postgres unterteilt das Jahr immer in 4 Commit-Fests, wo Patches submitted werden können, die dann alle abgearbeitet werden müssen, damit Patches, die sich niemand anschauen möchte, nicht versauern. Das heißt, selbst der schlimmste Patch wird zumindest einmal angesehen und dann notfalls einfach zurückgelegt mit Kommentar oder halt aufs nächste Commit-Fest weitergeschoben. Das heißt, die ganzen Features sind jetzt fix drinnen. Man kann Postgres 9.3 die Beta oder also zumindest den jetzigen Stand schon mal ausprobieren zumindest. Es werden jetzt über den Sommer Beta-Releases und Release-Candidates gemacht, die dann vermutlich dann im September dann wieder stabil sind. Die Features, die ich erwähne, sind jetzt alle committed. Kann sein, dass sie noch reverted werden, wenn es unlösbare Probleme gibt, aber momentan schaut es relativ gut aus. Ein Klassiker, den jeder Postgres DBA kennen wird, ist diese Fehlermeldung, wenn das Shared Memory Size Limit zu klein gesetzt ist, haben die Postgres-Entwickler, die immer darauf aus sind, Konfigurationsvariablen zu eliminieren oder Sachen, die Probleme erzeugen, gelöst, indem sie von System V Shared Memory auf POSIX Shared Memory umgestellt haben, zum Allokieren von dem Shared Buffer Pool. Und für diesen POSIX Shared Memory gibt es anscheinend keine Kernel Limits, in die man reinlaufen kann. Das heißt, da kann man einfach allokieren, was die Maschine an Arbeitsspeicher hergibt. Also darauf freue ich mich schon sehr stark. Auch neu dazugekommen sind writable Views, die automatisch erstellt werden. In der Vergangenheit konnte man auf Views, das heißt so quasi Subansichten über komplexe Abfragen, konnte man auch schon schreiben, wenn man einen Trigger draufgesetzt hat, der Postgres gesagt hat, was mit den Daten passieren soll, wenn ein Insert, Update oder Delete auf diese View passiert. Bei einfachen Views wird bei Postgres 9.3 diese View automatisch schreibbar markiert, wenn Postgres im Hintergrund eindeutig sagen kann, okay, welche Row meine ich eigentlich jetzt mit dieser Operation? Das heißt, überall, wo Group By passiert oder sonstige Sachen, die verschleiern, welche die ursprüngliche Row war, wird schwierig, aber zumindest für einfache Views, wo man nur ein paar Columns weglässt oder 2 Tables Time Joins, sollte es kein Problem sein. Auch neu dazugekommen sind Materialized Views, zumindest eine erste Variante davon. Ist noch sehr rudimentär, weil was Postgres macht, wenn man eine Materialized View anlegt, ist, dass es den
Query, die man definiert für diese Materialized View, einmal ausführt, diese ganzen Ergebnisse in einen Table abspeichert und dann nur aktualisiert, wenn man explizit einen Refresh triggert. Das heißt, das Ganze ist jetzt nur mal als erster Working Blueprint zu sehen und je nachdem, wie das Feature akzeptiert wird, wofür auch andere Firmen bereit sind, Entwicklung zu sponsern, wird es dann noch weiter ausgebaut. Aber es ist zumindest einer der Angstgegner, die jetzt im Vergleich zu den großen DB-Vendors noch ungelöst war, auch wieder erledigt. Writable Foreign Tables sind auch dazu gekommen. Das war Foreign Tables sind ja mit 9.1 schon reingekommen, dass man einfach nur eine Table Representation von beliebigen Daten haben kann. Mit 9.3 haben sie die ganzen Foreign Tables auch schreibbar gemacht. Das heißt, wenn man einen Foreign Data Wrapper hat, wo es Sinn machen kann, dass man Schreibsupport drin hat, kann man das jetzt implementieren, um so auch eine bidirektionale Kommunikation zu ermöglichen. Also für die ganzen SQL Foreign Data Wrapper macht es dann zum Beispiel Sinn, wenn man dann direkt wenn man zum Beispiel schon eine Oracle Datenbank ins Postgres reingezogen hat, dass man natürlich auch Inserts wieder in die andere Richtung zurückmachen kann. Das heißt, da kann man sich dann wirklich seinen schönen Federated SQL Cluster über alle Grenzen hinweg bauen. JSON war auch wieder ein heißes Thema. 9.2 gab es nur den Datentyp mit Validierung und jetzt ist quasi der ganze Rest dazugekommen. Es gibt Generators, mit denen man quasi Rows in JSON-Objekte verwandeln kann, mit denen man Arrays in JSON-Objekte verwandeln kann. Es gibt Operators, mit denen man einzelne Felder rausselecten kann oder Array-Elemente aus JSON-Datenobjekten. Und natürlich auch Parsing-Functions, zum Beispiel JSON-Each, mit dem man JSON-Objekte in Key-Value-Repräsentationen wieder umbauen kann, sodass man das dann wieder für weitere Abfragen hernehmen kann. Das heißt, jetzt ist quasi der Support, kann man sagen, komplett und die Leute können dann anfangen, damit zu bauen. Oder es ist vielleicht auch eine gute Entgiftungskur, wenn Leute zu sehr mit MongoDB gearbeitet haben oder anderen Key-Value-Stores, kann man so wieder zu einer relationalen Datenbank zurückholen, ohne dass sie gegen die Wand laufen. Checksums sind auch ein Thema, das man nicht verachten darf, besonders wenn man Datenbanken hat, die sehr viel Daten schreiben oder lesen. Bis jetzt ist nur das Write-Ahead-Log checksummed worden, weil das der Punkt war, wo es am wichtigsten war, dass die Daten auf jeden Fall korrekt sind, weil nach einem Crash wird das ganze Write-Ahead-Log nochmal abgespielt bis zu dem Punkt, wo die Datenbank aufgehört hat zu schreiben und da möchte man zumindest wissen, ob die Daten noch halbwegs korrekt sind. Indexes und Tables und so weiter sind nicht checksummed worden. Das hat dann dazu führen können, dass wenn man ein kaputtes Storage hat oder kaputten RAM hat, dass sich einzelne Bitfehler oder Cache-Line-Misses oder wirklich komplett leere Blöcke bis ins Postgres durchgeschummelt hat, wo man dann nur sagen hat können, okay, die Daten schauen nicht mehr ganz korrekt aus, aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das jetzt korrumpiert worden ist oder nicht. Jetzt haben sie die Checksums auch auf Tables und Indexes erweitert. Allerdings ist das momentan noch ein Setting, das man nur zum InitDB-Zeitpunkt setzen kann. Weil sie da angefangen haben zu diskutieren, okay, was machen wir mit einer Datenbank, wo jetzt nur die Hälfte der Table gecheckt ist, oder macht das dann ein Background-Worker oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, ist uns wurscht, wir bauen mal die Basisfunktionalität ein und der Rest kommt dann später, wenn es benötigt wird. Zahlen aus der Praxis kenne ich nicht, wie oft das passiert. Ich glaube, damals im CERN gab es einige Storage-Cluster, wo sie Storage-Systeme von unterschiedlichen Vendors zusammengeflanscht haben, wo sie dann wirklich Statistiken gemacht haben, nach wie viel Writes bzw. nach wie viel Reads Fehler passieren und auch unterschiedliche Fehlerklassen dokumentiert haben. Ich glaube, es ist irgendwo im Peta- oder Exabyte-Bereich, wo sich dann Bitfehler einschleichen können. Ich glaube, es ist ein Hook beim Rausschreiben. Das heißt, müsste ich nachlesen. Kann ich da ad hoc nicht sagen. Ja. Schaue ich nachher gleich nach. Also Postgres, zumindest Postgres Deploy Empfehlung war immer, dass man nur auf Server mit ECC-RAM arbeitet, aber die Realität schaut dann halt ab und zu ein bisschen anders aus. Ja. Ja, ja, ja. Gut, ja. Bringt mehr Consulting-Aufträge.
Auch ein Feature, gerade für große Datenbanken, ist, dass sie jetzt mit dem Refactoring von dem Serializable Isolation Level auch exportierbare Snapshots implementiert haben. Das heißt, wenn eine Transaktion einen Snapshot erzeugt, quasi so seine Sicht auf die Datenbank, kann sie den Snapshot exportieren und andere Clients können beim Connecten sagen, ich möchte jetzt genau diesen Snapshot haben, und dann haben die beiden Connections wirklich dieselbe Sicht auf die Datenbank. Und damit war es auch möglich, dass man jetzt auch die Datenbanken parallel rausdumpen kann, was in Zeiten von Multicore-Systemen und Storages mit endlos Platten dahinter oder endlos SSDs dahinter durchaus Sinn macht, weil der Durchsatz von einer Connection eben begrenzt sein kann, aber wenn ich zig parallel öffnen kann, kann ich natürlich deutlich schneller arbeiten. Und Restore war, glaube ich, eh schon seit Postgres 9.0 parallelisierbar und jetzt geht das eben auch mit Dumpen. Ein Tool, das eher in der experimentellen Richtung unterwegs ist, ist PGX Logdump, weil Replikation ist für Postgres noch immer ein heißes Thema und jetzt wird als Basis das Write-Ahead-Log herangenommen, und um überhaupt mal darüber diskutieren zu können, was man mit dem Write-Ahead-Log alles machen kann, haben die Leute mal sehen müssen, was überhaupt reingeschrieben wird im Normalbetrieb, weil das bis jetzt eher so eine Blackbox war, der Code ist stabil, der Code funktioniert, keiner greift den an, und beim Crash-Recovery wird schon das Richtige passieren. Mit X-Log-Dump kann man das ganze Write-Ahead-Log dann quasi in menschlich lesbaren Output verwandeln und zumindest da mal ein bisschen reinschauen, was passiert. Ist der momentan ein Debugging- und Entwicklungswerkzeug, gerade wenn Leute im Data-Recovery-Bereich unterwegs sind, ist das sicher etwas, was man sich anschauen kann. Und ein Tool, das eigentlich nur eine Kleinigkeit sein sollte, hat dann doch einige Mailing-List-Threads und 3 Monate Diskussion produziert. Das sollte eigentlich nur ein Tool sein, das überprüft, ob die Datenbank Connections annehmen kann oder nicht. Das ist gebaut worden, um Replication Setups automatisierbar machen zu können, und ist eigentlich quasi das, was man normalerweise macht, mit einem Select 1 auf die Datenbank, macht das Ganze jetzt auf LibBQ-Level. Sollte funktionieren, jeder, der quasi sehr viel im Automatisierungsbereich macht, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Das waren eigentlich eh schon die gravierenden neuen Features, die mit 9.3 gekommen sind. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, was sich alles in der Tool-Landschaft getan hat, weil jetzt mehr und mehr Leute auch immer größere Postgres-Setups betreuen, muss man auch immer mehr Sachen automatisieren, um dem Ganzen irgendwie Herr zu werden. Chris hat in seinem Vortrag gestern relativ gut gezeigt, wie man quasi so eine Datenbank im vierstelligen Bereich schupfen kann. Und bei Postgres ist es auch so, dass jetzt zumindest die Werkzeuge qualitativ immer hochwertiger werden. Eine Sache, die neu rausgekommen ist, ist PG Badger, das ist eine Ablösung von PGFoin. Das war ein Query Log Analyzer, der damals in PHP geschrieben war. War nicht ganz so flott, hat so PHP Memory Size Limits und so weiter alles gehabt. Haben sie neu geschrieben in Perl und produziert schöne Statistiken zum Query-Aufkommen der Datenbank. Es ist flotter, es hat eine aktive Entwicklungsumgebung, und ich glaube, ich kann einen Sample-Report auch kurz herzeigen, wenn das Internet funktioniert, dass man sich was darunter vorstellen kann. Wenn das Internet funktioniert, ist es vielleicht ein bisschen zu voreilig gewesen. So, tut zumindest. Also, dem füttert man quasi den Query-Log-Snippet rein, und das analysiert die ganzen Sachen, und man kann dann relativ bequem sehen, welche Queries die meiste Zeit gebraucht haben, wo er quasi einfach die Durations zusammenaddiert und das aufsummiert. Man sieht auch quasi die skeletonized Queries, wo keine Parameter mehr drinnen stehen, wo man sich aber trotzdem noch immer die Examples anzeigen lassen kann, wie wirklich tatsächliche Beispiele ausgesehen haben und wie lange die gebraucht haben, weil teilweise nur Queries mit bestimmten Parametern sehr lang brauchen. Wenn man zum Beispiel ein Select hat auf ein Table, wo der Parameter plötzlich eine sehr, sehr geringe Selektivität hat. Und aggregiert auch die ganzen Errors und so weiter. Das heißt, jeder, der eine Datenbank hat, wo er sich nie ganz sicher ist, was im Hintergrund passiert oder ob es der Datenbank noch gut geht, dem sei das ans Herz gelegt.
kann an und für sich die ganzen Sachen über Syslog oder Standardlösung ist eigentlich, dass man Postgres dann über Syslog die Queries rausloggen lässt, entweder nur welche, die länger als x Millisekunden brauchen oder alle und die dann da reinfüttert. Zwei Extensions, die zumindest versuchen, das noch ein bisschen komfortabler zu machen, sind pgstat Statements und pgstat Blends. Das sind Extensions, die eigentlich ähnliche Daten produzieren wie pgBadger, nur dass die Datensammlung, also das heißt, wie oft ist ein Query aufgerufen worden, wie lange hat der Query gebraucht, permanent im Hintergrund mitgetrackt wird. Die haben sind an und für sich, machen sie ihren Job relativ gut. Das Problem ist, dass sie die Daten derzeit nur über einen View zur Verfügung stellen und ich noch keine hübschen Frontends dafür gesehen habe. Ich habe gemeinsam mit einem Kollegen von mir ein Projekt gestartet, wo wir zumindest versucht haben, diese Informationen ein bisschen weiter zu verwursten. Das kann ich da hier zeigen. Das heißt, das sind jetzt in dem Fall alle Statements, die von diesen pgstat-Statements mitgeschrieben worden sind, die man dann bequem rausselecten kann, wo man dann teilweise sogar auch wirklich die Plan-Information von Queries, die irgendwann mal gelaufen sind, noch mit betrachten kann. Weil es ja teilweise auch Probleme geben kann, wenn bei einem Postgres-Query sich der Plan während der Laufzeit mittendrin mal ändert, weil der Table zu groß wird, weil irgendwelche Parameter falsch gesetzt sind oder sonst irgendwas sich verändert hat. Und deswegen ist auch die Information über die Plans relativ hilfreich, wenn man darauf Zugriff hat, post factum. Und die letzte Geschichte, die besonders, Moment, ich muss meine Schummelnotiz mit einblenden. Letzte Extension, die relativ interessant ist, ist pgpartman, die sehr angenehm ist für Table Partitioning. Nämlich jeder, der jede Menge Durchlaufdaten sammelt, wie was weiß ich, CDR-Records, Log-Einträge, irgendwelche Audit-Logs, wo man dann vielleicht sogar pro Tag ein paar hunderttausend Einträge generiert und das vielleicht für 3 Jahre zurück aufhalten muss, landet dann irgendwann mit einem sehr großen Table mit mehreren 100 Millionen Einträgen und kann damit nur wenig machen, weil Postgres den Speicher nicht freigibt, weil Vacuums ewig brauchen, weil die Indexes ja immer größer werden. Und man hat früher schon Table Partitioning machen können, wenn man wollte. Allerdings war es immer relativ unkomfortabel, weil man sich die ganzen Triggers dort, Procedures und so weiter selber schreiben hat müssen. pgpartman ist von der OmniTI, die haben selber das Problem, dass sie mehrere hunderte Postgres-Datenbanken betreuen und eigentlich nur unterschiedliche Versionen von ihren eigenen Stored Procedures herumfliegen gehabt haben, dann gesagt haben, okay, wir standardisieren das jetzt mal und releasen das auch Open Source. Und damit ist das Partitionieren von einem großen Table Aufwand von 5 Minuten, zumindest das ganze Setup und die Funktionen zum Anlegen und Droppen von Partitions, von Triggern und so weiter, sind da eigentlich alle fix fertig dabei. Das wirkliche Partitionieren der Daten dauert dann halt ein bisschen länger, das heißt, bis man die ganzen Daten umgeschaufelt hat in die jeweiligen Bereiche, aber zumindest der ganze administrative Aufwand ist da komplett wegautomatisiert. Ja, das war es eigentlich zu dem ganzen Postgres-Rückblick. Jetzt ist NoSQL ein ganz großes Thema, zumindest über dem Teich drüben. Ich weiß nicht, wie es hier herinnen ausschaut. Verwendet von euch jemand Couchbase, React, sonst irgendeinen Vertreter? Okay, ja, doch 5%, 10%. Habe gestern mit Tuck von Couchbase gesprochen, der hat gemeint, so in Europa ist es ein bisschen schwierig, mit Scale-Out zu punkten, weil europäische Webprojekte meistens nur einen Bruchteil der Daten generieren, weil halt der Markt nur ein Drittel bis Viertel so groß ist wie drüben in den Staaten. Und halt auch die Entwicklermentalität ganz andere ist. Wenn man von NoSQL-Datenbanken sprechen, dann sind halt die häufigsten Argumente wirklich Scale-Out oder High Availability mit einer Shared-Nothing-Architektur, dass einfach ein Datenbank selber wegsterben kann, ich stelle einen neuen dazu, alles ist heil, oder dass ich halt ewig lang Datenbank selber dazustellen kann, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Aber
sind halt jetzt momentan noch relativ frisch am Markt und haben teilweise noch nicht so quasi den Test der Zeit bestanden, ob das jetzt nur ein kurzer Fade ist oder ob das etwas ist, was gekommen ist zum Bleiben. Aber das Thema geht bei Postgres nicht spurlos vorüber und es behauptet auch niemand, dass man bei Postgres zwingend schemaorientierte Daten drin speichern muss, sondern viele der Dinge, die so ein typischer Distributed Key Value Store macht, kann Postgres schon out of the box, teilweise schon seit einigen Jahren. Das ist ein nicht ganz ernst gemeinter Versuch eines Vergleiches, das heißt nicht drauf festnageln, aber ich habe mich selber auch, weil wir für einen Kunden gerade dabei sind, Key Value Stores zu evaluieren, bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt und zumindest mal versucht runterzubrechen, was eigentlich notwendig ist, wenn man so eine Lösung baut. Die leichten Dinge. Keys und Value Store. Kann Postgres schon seit einer gewissen Zeit. Gibt einige NoSQL-Datenbanken, die damit schon Probleme gehabt haben. MongoDB war zum Beispiel früher Default, dass wenn ein Paket im Send-Buffer des Clients ist, die Operation als erfolgreich durchgeführt, zurückreportet worden ist. Haben sie mittlerweile geändert, sie sind lernfähig, aber kann schon daran scheitern. Schemaless Data ist auch etwas, was Postgres seit einiger Zeit kann. JSON sind jetzt die ganz neuen Sachen. XML, H-Store hat schon früher gegeben, wird teilweise auch verwendet, auch von Leuten, die sonst sehr starke SQL-Proponenten sind, wenn man sagt, okay, ich bekomme hier einen Datenblob zurück, mit dem ich, wo ich nicht weiß, wie der aussehen wird. Das heißt, es ist durchaus nichts Böses, das zu speichern. Wichtig ist, dass wenn man auf diesen Daten operieren muss, dass man vernünftige Funktionen in der Datenbank hat und das ist jetzt etwas, was in Postgres mit 9.3 mit dem JSON-Support ganz stark noch dazugekommen ist. Etwas, wo ich heiße Diskussionen geführt habe mit den React und den Couchbase-Leuten, sind Secondary Indices. Das ist ein Comic mit dem Titel Fault Torrents, der damals aufgekommen ist, wie der NoSQL-Hype ganz stark war, wo so die Frage ist, okay, wie frage ich die Datenbank ab? Worauf die Antwort kommt so, es ist ein Key-Value-Store, keine Datenbank. Okay, wie frage ich ihn ab? Dann bekommt das Antwort so, you write a distributed MapReduce function Erlang. Also, did you just tell me to go fuck myself? Und er sagt so, I believe I did, Bob. So ganz nach den Sketches aus diesen Erlang-Videos aus den 80ern, wo so stereotype IT-Nerds mit Hemd und Hornbrille erklärt haben, wie denn das Erlang-System funktioniert anhand von einer Telefonanlage, wo sie damals ganz groß drin waren in dem Geschäft. Großes Problem bei den ganzen Key-Value-Stores ist, dass Queries auf Daten, die nicht anhand ihres Keys angesprochen sind, langsam werden oder inkonsistent werden oder inkonsistent sind und langsam werden. Das heißt, wenn ich eine Abfrage habe, die nicht auf den Key geht, sondern ich möchte jetzt, was weiß ich, alle User haben, die älter sind als 25 Jahre, dann habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich mir einen Secondary Index baue, der über dieses Feld drüber indiziert, oder dass ich mir eine separate Repräsentation der Daten baue, wo ich quasi eine separate Liste mitführe, wo alle User drin sind, die über 25 Jahre alt sind, das heißt quasi die Indexfunktion selber mögliche oder baue, oder aber ich gehe einfach alle Objekte durch. Und Postgres ist, was Indizes anbelangt, schon sehr stark oder sehr lang sehr stark unterwegs, weil es Indexes über Expression Functions unterstützt, das heißt, ich kann eine Funktion haben, die mir einen Teilbereich aus einem JSON-Objekt rauszieht und das indizieren und dann einfach nur abfragen, okay, gib mir alle Objekte zurück, wo dieses Feld so und so aussieht. Das heißt, das ist etwas, was schon gut funktioniert, Partial Indexes und so weiter sind auch alle gut supported, das heißt, dass ich nur Subsets von Tables indiziere, das ist alles kein Problem. Partitioning ist ein Thema, das noch ein bisschen problematisch ist, weil die Kernkomponenten eigentlich schon seit zig Jahren in Postgres implementiert sind, aber erst mit pgpartition, das ich vorher erwähnt habe, auch für End-User langsam komfortabel werden. Beim Partitioning geht es eigentlich nur darum, dass ich Daten, die eigentlich logisch in einem Table sind, physisch auf zig andere Tables aufteilen kann, ohne dass ich auf Applikationsseite darauf besonders Rücksicht nehmen muss. Und wenn man Partitioning schon auf mehrere Tables supportet in irgendeiner Form, dann ist es natürlich auch kein Problem, dass man diese Tables nicht auf der lokalen Datenbank hat, sondern dass man die in beliebige Remote-Datenbanken
reintut. Das heißt, einfach nur quasi so einen Table zu bauen, wo ich JSON-Objekte über mehrere Datenbanken verteilt schreibe, sollte mittlerweile kein Problem sein. Das müsste mit 9.3 out of the box gehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Die schwierigen Teile, wo die Distributed Key Value Stores, so wie sie jetzt existieren, noch ihre Daseinsberechtigung haben oder quasi Marktführer sind, sind Sachen wie Replication Management, das heißt, dass ich Knoten zum Cluster hinzufügen und entfernen kann, dass ich Daten rebalancen kann, dass wenn ich einen Knoten hinzufüge, dass die dann automatisch weiterverteilt werden. Dann so tolle Wörter wie Anti-Entropy, dass ich nach Partial Failures nicht den ganzen Datenbankinhalt nochmal kopieren muss, sondern nur die Änderungen rüberziehe. Und Vector-Clocks oder sonstige Mechanismen, die dann zum Tragen kommen, wenn ich conflicting Updates auf selber Objekte habe. Da kann man jetzt quasi den komplexen Ansatz gehen, dass man sagt, okay, ich tue Versionen mitführen und überlasse der Applikation zu entscheiden, wenn es zwei Updates auf selber Objekt gibt, welches Update gewinnt, oder ich will den einfachen Ansatz und sage einfach Last Write wins und gut ist und hoffentlich wird es schon das Richtige sein. Ist dann halt alles Verhalten, wo man, wenn man aus der SQL-Welt kommt, teilweise auch auf die Semantiken von dem Key-Value-Store Rücksicht nehmen muss, wie sich der wirklich in solchen Grenzfällen verhält. Node-Failure-Handling ist auch ein ganz spannendes Thema. Da kommen so Begriffe ins Spiel wie Gossip-Protokolle, Quorum-Management, Consistent-Hashing, Hinted-Handoffs und Sachen, wo man sehr viel falsch machen kann, wenn man es automatisiert. Muss ich sagen, fehlt mir bei den ganzen Distributed Key-Value Stores noch die Erfahrung, wie gut die Sachen dort funktionieren. Ist aber bei den meisten, zumindest bei Couchbase, sowieso ein Bolt-On-Feature, das sie separat dazu gebaut haben, wo eigentlich nichts dagegen spricht, dass man so eine Lösung rund um einen Postgres-Cluster auch noch außen drum herum stülpt. Und überhaupt, ich glaube, das Kernargument, warum bis jetzt niemand dorthin gegriffen hat in diesem Bereich, ist, dass solche Produkte, wenn man sie baut, natürlich auch irgendwie eine DBA-Experience bieten müssen, wo niemand schreiend davonläuft.